So, schön. Das ist doch eine interessante Folge. Ja, schön, Performance. Und damit herzlich willkommen im bei Doch. Das war doch ein grandioser Start. Wir haben jetzt wieder hier unsere tollen Gläser und zu stehen. die ersten 999 Zuschauer sind abgesprungen. Ja, Zuschauerbindung ist das A und O, habe ich heute von Unge gelernt. Das ist so wissen wir schon seit Jahren. Psst. So ein deshalb sagt Mensch. Karsten, schön bis zum Ende gucken. Sensationell. Ja, so, wir haben ja wieder aber ein reichhaltiges Portfolio. Ne? Ja, ich habe heute Chips mitgebracht. Ja. Die werde ich jetzt während des Podcasts schön reinschnorpsulieren. Und waren unsere also, Themen heute. Ja, so, was sind denn unsere Themen? Beschäftigt dich was? Hm. Was denn? Die Bundestagswahl. Oh shit, die ist vielleicht schon vorbei, wenn das hier online geht. Wann kommt das neue Feedback? Mhm. Und wie man sich Themen aus den Fingern saugt, weil man sich nicht vorbereitet hat. Interessiert mich alles nicht. Lass über was anderes sprechen. Gut, du bist. Gut. Wir waren im Fernsehen. Ne, also, wir werden im Fernsehen gewesen sein. Wir werden im Fernsehen gewesen sein. Ist das Plusquamperfekt? Ne. Ne, warte ich mal. Glaube, Futur 2. Ja. Hm, stimmt, Plusquamperfekt war mehr so Vergangenheitsding. Oder? Egal, ist eine Weile her. Wie fandst du es denn? Ja, ganz... Wollen wir drüber reden, ohne es zu sagen, was es ist und das dann ganz am Ende erst auflösen, weil dann schaffen wir Zuschauerbindung. Tatsächlich, also ganz bis zum Ende gucken. Wir müssen nicht, wir dürfen nicht sagen, ob wir es auflösen. Also wir lösen es nicht am Ende auf, sondern da irgendwie kurz einfach vorher. Irgendwann zwischendrin mal. Wir wechseln also dann zwischendrin die Themen. War tatsächlich so, ich habe gefilmt, wie Robin, ich habe halt versteckt gefilmt, wie Robin ein Salto macht. Mhm. Das ist top, top und secret. Plötzlich kam von links irgendwie so ein Kamerateam an mit so einem dicken Typ mit einer komischen Brille, der meinte, hey, was machst du denn? Was machst du denn hier? Ich kann das erklären. Hey, lass mich mal bitte in Ruhe, ich filme hier gerade. Er meinte, hier willst du irgendwie 50 Euro haben. Wir dürfen eigentlich auch erstmal nicht sagen, was wir gemacht haben für diese 50 Euro. Willst du 50 Euro haben? Da sage ich, was, wie, wo, wann? Ich filme hier, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und dann hatte Robin... Ich kenne diesen Mann nicht, ehrlich gesagt. Und dann kam Robin in die Ecke und meinte, hier, Sie sind ein dicker Fernsehkoch, gehen Sie bitte weg. Hey, hast du es jetzt gerade irgendwie verraten? Ja, nee, das hast du gesagt. Du hast deine Profession gerade verraten. Ist doch egal, du hast, na gut. Du hast gesagt, du hast es so gesagt. Okay, ja, der sah nur so aus. Da meinte er, willst du 50 Euro haben, da hast du gesagt, nee, 100. Ja. Und dann, weiß ich nicht, sind wir in das Hotel rein. Fertig. Ja. Ja, es war geskriptet, aber es war richtig aus dem Leben gegriffen. Das ist das Intro von der Show. Oder zumindest unser Intro, da werden noch andere Parteien mitmachen. Und, ja, das war ganz großartig. War richtig professionell alles. Und der Aufhänger war, dass wir etwas tun, ohne es zu wissen, wie es geht. Hm. Und das machen öfter Leute in dieser Sendung und nehmen die Sache dann immer sehr ernst. Und wir haben das nicht getan und wussten aber trotzdem nicht, um was es ging oder wie man es macht. Und deswegen könnte der Eindruck entstehen, dass wir voll die Opfer sind, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Das ist halt YouTube Ghost Fernsehen. Also, YouTube. Das gab es noch nie. Hm. Es ist quasi so langsam erreicht das Medium YouTube so rum, Relevanz. Und wir schaffen es somit, glaube ich, auch ein Stück weit YouTube in die Relevanz zu holen. Richtig, damit hast du jetzt auch quasi gesagt, warum wir das Ganze gemacht haben. Weil wir gerade jede kleine Gelegenheit wahrnehmen, um einfach YouTube ein bisschen bekannter zu machen über unseren Kanal. Damit das wirklich einfach mal wieder ein bisschen in die Relevanz kommt. Meinst du, wir haben genug Zuschauer gebunden und können es auflösen? Nee, noch nicht. Okay. Noch ganz kurz. Noch so ein bisschen. Ich war Kamerateam drin, Eröffnungsgag war, na, deine Kamera, was hatten die für einen Drehmoment? Also der Eröffnungsgag war eigentlich, hey Leute, ich will euch hier nicht haben, verpisst euch wieder. Ja, und du hast es geglaubt. Eine halbe da ging Sekunde. Ihm ganz kurz der Kackstift, ganz kurz. Er ist echt zu so kurz im Gang stehen geblieben. Oh, Moment. Überhaupt. Zappalott noch eins. Das ist nur so nie stattgefunden. Weil ich dir im Nachhinein im Vertrauen erzählt habe, dass ich ganz kurz überlegt habe, ob er das ernst meint. Machst du hier eine übelste Schau draus, ja? Auf jeden Fall habe ich am Fenster geklopft, habe gesagt, den kennst du doch aus dem Fernseher. Übelst.
Der ist doch so Hab den so bekannt. gewinkt, bin rein, dachte, der heißt mich jetzt offenen Armes willkommen, weil das ist so einer, der so, oh, und ha, und hihi. Und der kommt aus der Tür raus und sagt, gehen Sie bitte, ihr seid hier nicht willkommen. Oder so ähnlich. Und dann dachte ich so, ach so, und das war alles. Und dann Das war war wieder alles. lustig. Dann war wieder lustig. Ja. Keiner der Beteiligten wusste, dass ich schon viele Tage in diesem Hotel gearbeitet habe. Oh, jetzt darfst du es nicht verraten. Nicht, dass es dann hinterher heißt, du hattest einen Vorteil und hast trotzdem verloren. In der Küche, wo wir standen, habe ich auch schon Geschirr gespült. Echt? Ja, an dem Geschirrspüler. Hast du mir noch gar nicht gesagt, du. Deshalb sage ich es dir jetzt. Jetzt haben die Ah. Leute real life deine Reaktion. So können wir jetzt zu den Themen kommen. Authentizität. Hä, das ist ein Thema. Denn Gesicht ist ein Thema. Ja, eben. Wollen wir darüber sprechen? Wie findest du das? Ich überlege, ob ich mir die Dinger hier an der Seite mal wieder ein bisschen wegrasiere. Ich So würde. spaßenshalber. Wieso? Naja, mal spaßenshalber. Ach, weil ich die jetzt da habe, machst du die jetzt weg. Ja, Ist immer das ist mir dasselbe. unangenehm. Ich wollte dich sowieso mal. Nee, weißt du, rasier dich mal komplett. So richtig mit Kinn auch. Nee, auf Das jeden ist, da Fall warst du nicht. 16, da habe ich das letzte Mal so Ja, das gesehen. mache ich nicht. Ich habe so ein ganz fliehendes Kinn wie Leafy. Aber es ist in 3 Wochen wieder nachgewachsen. Ich habe nicht wirklich ein fliehendes Kinn. Ich habe ein sehr schönes Kinn. Na, dann Aber zeig's uns. weißt du, nee, das gehört zu mir. Wie Okay. dein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Ah, scheiße. Okay. Habe ich dich an die Wand moderiert gerade eben. Bäm. So, und jetzt werde ich hier so diesen Arm so, dieses japanische Ding, wenn in der Highschool die Männer so den Arm drüber machen, wenn die Frauen an der Wand stehen. Kennst du nicht? Das hast du mir mal gezeigt, ich habe das nicht verstanden, wie alle japanischen Sachen. Das ist, weil das eine andere Sprache ist. Ja, sag ich doch. Da musst du dich erstmal reinfuchsen ins Kanji. Ins Kanji reinfuchsen, mach das mal. Währenddessen überlege ich mir hier mal, wie wir mal hier ein bisschen Schwung aufbauen. Okay, also die Sendung hieß Jugend kann nicht kochen. So, Sie und läuft in. jetzt könnt ihr wirklich abschalten. Ja, tschüss. Nee, also es läuft auf Kabel 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Witzig. Und ja, guckt, worum es geht. Und wir sind da halt mehr oder weniger darauf gekommen, dass wir auf dem Weg zur Gamescom im Auto saßen und Robins Oma ihm geschrieben hat: Die seid ja schon wieder ausgeblendet. Hier, da ist so eine Agentur, die gibt dir 50 Euro oder 100 Euro. Die Oma, die Ruf immer da mal sagt, an. ich melde mich nicht bei ihr. Ja. Und am meisten sagt sie das, nee, also sie sagt, du kommst mich nie besuchen. Und das sagt sie am meisten, wenn ich sie gerade besuchen komme. Wie jede andere Oma auch. Das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal. Ja, nee, ist nicht allein. Ich wollte das nur nochmal hervorheben, dass Genau. das halt so ein bisschen bizarr ist. Und ich so, oh, immer das Gleiche. Ne? Und er so, aus irgendeinem Grund hast du dann gesagt, ja, mache ich, muss ich unbedingt machen. Und hast die angeschrieben. Auch Ich weil, habe na gut. einfach mal in Facebook reingeguckt. Kalle hat dich auch ein bisschen angestichelt. Muss ich ehrlich sagen, boah, geil und so, TV, mach das, mach das, mach das. Und ich habe natürlich So einfach. war's. Der hat seine Bengalos rausgeholt, Seine Tischfeuerwerk, was? seine bengalischen Tiger, Tischfeuerwerk angezündet und hat gesagt, mach das! Hat Musik aufgedreht. Genau so war's. Ja, laut, Der leise, war laut, richtig, leise. ja, Feuer und Flamme, Bass Alter, raus, Bass der hatte rein. so LED-Hut auf, alles, das war übelst krank. Das war der Wahnsinn. Der ist aus dem Naja, Fenster gesprungen, gesagt, getan, Robin hat ihr hinterhergerannt. geschrieben. Sie meinte so, kann man machen, Herr Rodes soll aber nicht mitmachen. Ja, so war's. So oder so ähnlich. Am liebsten hätte ich dich und den Kalle. Ja. Das ist Die Kurzfassung. aufgrund deiner mangelnden Präsenz im Online-Bereich wahrscheinlich. Bisweilen. Sie hat sich wahrscheinlich nur Bisweilen. ein Video angeguckt. Sie hat ja wortwörtlich gesagt, sie hat sich das Millionärswahl-Ding angeguckt und da bist du halt einfach nicht so vertreten. Also ich Was jetzt? bin da schon in jedem Clip eigentlich drin. Ja, aber in dem Auftritt meine ich. Du bist da ja klar, bist du da drin, aber du stehst halt als Son Goku da rum und hast einen verpassten Einsatz. Ja, das war echt dumm. Das war dumm. Das war vor allem mein einziger, ich schweife kurz ab, mein einziger, die einzige Sache, die ich mache, ist, Alter, cool, ich bin die Nummer mit dem Feuer. Guckt Und einmal. dann drehen die meinen Schrei ungefähr 2 Sekunden zu spät laut. Das da, so, das fand ich blöd. Da hast du noch ein Hühnchen offen, was gehobt werden muss, oder? Wenn wir nochmal mit Brainpool arbeiten zusammen, dann hat das ein Nachspiel, würde ich sagen. Auch die Wrecking Ball-Nummer vom Trolling Singer Nummer 4, glaube ich, die wollten wir ja ursprünglich auch in dieser Sendung machen, aber das war denen zu unsicher. Zu spontan. Zu 3 Tage spontan vorher. und zu unsicher, weil im Fernsehen, da muss immer alles ganz, ne? Aber als Robin auf wirklich Unsicherheiten hingewiesen hat, nämlich das bescheuerte Wahlsystem, wodurch die Sendung eventuell floppen könnte. Ist nicht passiert. Nun ja. Naja, wir kennen ja alle den Ausgang. Zurück zur. Flippity-flop. Flipper. Floppen wir zurück. Haben wir jetzt eigentlich schon mal aufgeklärt, was der Amadeus ist? Dann mache ich diese Sendung so
Sendung, sage ich schon. Da wird mir ganz warm um die Muschi. Um die Fagotze. Ja, dann mache ich den jetzt ganz aggressiv, sofern mir das möglich ist. Und dann schauen wir mal. Ja. Die Leute erahnen, was der Amadeus ist. Auf jeden Fall. Ja. Fallstudie. Und Fallus. Ich meine, wir müssen auch dem Namen Podcast ein bisschen gerecht werden. Haben wir die Frau dann zurückgerufen irgendwann. Und da hat sie rumgedruckst und bla und weiß gar nicht, was sie da erzählt hat. Also sie hatte ja nicht speziell was gegen dich, sondern gegen den Fakt, dass drei zu viel sind. Genau, und dann waren drei zu viel. Ja, und dann sollten es zwei dann sein. Hieß es die ganze Zeit, ich will, dass Kalle macht, Kalle will, dass ich mache, weil wir uns gegenseitig nicht die Stelle wegnehmen wollten. Du legst auf, du legst auf. Weil, so war Anfang, das. Am Anfang hat Kalle die ganze Zeit erzählt, wie er das kocht und wie er das toll findet und wie er sich darauf freut. Und nachher so, naja, da bist du jetzt nicht irgendwie der Hurensohn, der sagt, ich will aber, lass dir mal machen. Und dann später kam er erst raus, dass er da doch nicht so viel Bock drauf hatte. Ja, das Ding ist... Also war das dann in Ordnung. Kalle hat ja genug so nebenher irgendwelche Fernsehauftritte, vielleicht weniger, aber so Schauspiel. Multimedia-Präsenzen, ja. Der ist dann immer so auf den Covers von Literatur drauf. Mhm. Ja, genau so ist das. Jugend kann nicht kochen, Sat 1 im Rahmen von Abenteuerleben heißt der Oder Spaß. Oder Kabel 1, irgendwas mit 1. Vielleicht auch das Erste, man weiß es nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht hier rundfunkgebührenmäßig. Doch nicht das Erste. Also vielleicht doch Kabel 1 und nicht Sat 1. Mach mal so. Kabel 1 war's. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, war es auch. Gut. Du hast es gerade falsch gesagt. Ja, gut, dann geh nach Hause. Wir haben teilgenommen. Wir haben teilgenommen. Und es ist Zwiebelkuchensaison. Zwiebelkuchensaison. Wir wollen jetzt mal nicht vorwegnehmen, was wir da kochen sollten. Das solltet ihr euch dann schon selbst angucken. Ja. Und wie es geendet ist, würde ich eigentlich auch nicht vorwegnehmen. Ja, wir wollen mal den Spannungsbogen wirklich. Aber ihr könnt ja mal ungefähr nehmen, was denkt ihr denn, was uns da so widerfahren sein könnte? Wenn es ausgestrahlt wurde, werden wir natürlich noch einen Podcast drüber machen, über das Behind-the-Scenes, was nicht gezeigt wurde, weil so viel Screentime werden wir nicht haben, nehme ich mal stark an. Also so wie ich das sehe, haben wir 60 Minuten gefilmt und die Sendung am Ende wird 20 Minuten lang sein. Mhm. Und da sind noch zwei andere, die auch dasselbe machen. 3 Minuten werden wir kriegen. Oh shit, Alter, wenn du es so sagst, tut mir das richtig weh. Drei Minuten Best-of. Wir haben da so performt. Es wird nicht Best-of sein, es wird 3 Minuten, er klaut unsere Gags, indem er sie nochmal sagt. Das ist wirklich wahr, er hat unsere ganzen Gags wiederholt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass nur er ausgestrahlt wird. Also ey, der Achim, der ist richtig, richtig kreativ mit seinem Humor. Hm. Kochen mit dem Jochen. Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, beim Intro werden die echt ein schlechtes nehmen. Das letzte war, glaube ich, ganz gut auch. Wie dem auch sei, war ein großer Spaß. Willst du noch über dein kleines Problem reden, was du dann im Nachhinein hattest? Gerne. Und zwar? Jetzt bin ich mal gespannt, ob du weißt, was ich meine. Wir hatten das Essen fertig. Mhm. Und ich hatte gesagt, nehmen wir mit. Gut, wir können ja vorwegnehmen, dass es nicht ganz durch war am Ende. Wir hatten nicht genug Zeit im Ofen dafür. Und da habe ich gesagt, nehmen wir mit, machen wir den Ofen nochmal warm. Und währenddessen ich mich da umgezogen habe, Mikro abgekommen habe, dann wieder raus, dann bin ich zu Achim und gesagt, ja, wo habt ihr das denn hingetan? Hat er gesagt, ja, es tut mir leid, wir haben es alles weggeschmissen. Er hat ein anderes Wort genommen, was das netter klingt. Was war's? Verworfen. Verworfen. So. Jedenfalls alles in die Biotonne gehauen. Wir haben die Idee von dem Essen in die Biotonne rein verworfen. Also es sind wirklich, wirklich 7/8 des kompletten Zwiebelkuchens inklusive des Salates wurden eigentlich komplett... 7/8 waren. Wurden komplett... im Müll entsorgt und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich dumm, dass diese, kannst du die Gitarre mal wegräumen, die nervt mich. Das schallt so nach, ne? Ja, dann mach mal hier deine Solo-Runde. Toll, sagt doch gar nichts. Ja, Essen wegschmeißen im Allgemeinen finde ich dumm, weil er dich vorher noch voll gelabert hat, mit Essen spielt man nicht. Hm. Da sag ich ja, Essen schmeißt man nicht weg, bla, irgendwas. Und er so, ja, und dann haut das halt weg, so. Das war wirklich viel, viel gutes Zeug, was da drin war. Was ist denn das jetzt für ein Assi-Move hier? Ich gehe weg und du blockierst. Das ist wie im Flugzeug irgendwie oder im Kino oder so, ne? Mhm. Alle wissen, was gemeint ist. Sitzlehne blockieren, das ist ja voll asozial, ja. So, also das ist echt, echt gut zu wissen, dass in jeder dieser Sendungen 7/8 des kompletten Essens weggeworfen werden. Auch wenn ich gesagt habe, ich würde es gerne mitnehmen. Das fand ich richtig, richtig blöd eigentlich. Naja, bevor wir jetzt der üblen Nachrede oder so bezichtigt werden, wir können natürlich nicht wissen, dass das immer der Fall ist. Es war bei uns so, vielleicht war unser Essen so scheiße. Ja, und bei irgendjemandem, der da vielleicht auch war, aber das will ich jetzt wirklich nicht spoilern. Vielleicht. Okay, davon weiß ich noch gar nichts. Also, dass da auch Essen verworfen wurde.
Also nicht nur unseres. Na gut, dann ist das schon mal eine größere Menge, dass man da empirische Werte zusammentragen könnte und ne, auch Hochrechnung Schluss, betreiben ja, könnte. mal gegenrechnen. Gut. Ja, ansonsten, ich habe hier kurz eben Notizen gemacht. Ich muss da mal kurz reinspringen. Ich guck weg. Nee, Du wolltest es will irgendwas ich mit nicht. Pussy wolltest du machen. Pussy. Ja, wo ich vorhin Pussy geschrieben habe, hast du gesagt, ja, das wird auf jeden Fall im Podcast nochmal angesprochen. Was jetzt? Warte mal, was hast du? Bei. Ach so, ja gut. Da ging's. Also Herr Rodes hat mich als Pussy bezeichnet, was erstmal sexistisches Gedankengut transportiert. Wir sind jetzt hier PC. Negativ. Negativ. PC Da kommen negativ. wir Es nämlich ist eine zum ersten Blutgruppe. Thema. Kommen wir zum ersten Thema. Ich habe gerade aus deinem Negativ negativ gemacht. Habe ich ein verbotenes Wort gesagt? Durchaus. Weißt du, wer das auch gemacht hat? PewDiePie. Keine Ahnung, da bist du jetzt. Kennst du den? Kennst du das? Der kommt aus Schweden. Und der kommentiert so, also der macht so Spiele und da redet er drüber, während er die spielt. Dadurch ist er bekannt geworden. Okay. Und jetzt Auch mit macht zu er erschrecken. auch mit Erschrecken und dann ganz laut sein. Nie von gehört. Komisch. Ist eher so kleiner, oder? Ist ein kleiner, aber der hat jetzt einen Bart. Ah, das Also ist natürlich, langsam wächst nicht so er. nicht PC. Ja, auf jeden Fall hat er im Livestream so, hat mit irgendjemandem Ego-Shooter gespielt und dann so, hahaha, und dann der andere hat ihn aber immer getötet oder so. Ich habe nicht das ganze Ding gesehen, nur am Rand mitgekriegt. Und dann hat er so in seiner Wut heraus, ja, aus seiner Wut heraus, hat er so gesagt, Zitat, you fucking nigger. Und dann so, oh, what the fuck? Und dann hat er es so gemerkt und dann so, ne? Riesenskandal wieder. Der Kollege hatte erst vor ein paar Monaten einen Skandal, wo dann auch Raka Raka Ali gesagt hat, hier, PewDiePie ist Hitler und so. Heißt den Leuten alle langweilig? Genau das denke ich mir bei der Sache nämlich auch. Ich meine, wenn ich jetzt So. aus Wut sage. Also, ich kann das jetzt nicht sagen. Ich meine, wir sind ja. Doch, zitier mal jemanden, der das mal gesagt hat. Also, angenommen, ich mache jetzt irgendwie eine Anspielung aus Geschichten aus dem Holocaust. Geschichten aus dem Holocaust. Ist die neue Serie. Kommt auch auf Kabel 1. Geschichten aus dem Holocaust. Nee, das ist angelehnt an diese Werbung, Alter. Was? Geschichten aus Paulanergarten. Oh Gott, nein. Und ich hab's getan. Und alle hassen Erzähl mich. mal so eine bespannende Geschichte aus dem Holocaust. Nein, aber ich will sagen, wenn man jetzt irgendwie sowas sagt. In der ursprünglichen Variante von Anne Franks Tagebuch ist ganz viel Inhalt drüber, wie sie an sich rumspielt und ihre Sexualität entdeckt. Fun Fact am Rande. Ja, sowas. Habe jetzt nicht gelesen. Ist eine Geschichte aus dem Holocaust. Ich glaube, Fun Fact: In Hitlers Mein Kampf fällt kein Wort über Selbstbefriedigung. Ja, du wolltest noch was sagen. Dann wäre das blöd, wenn ich sagen würde, ich finde da diverse Vorfälle befürworte ich, so aus der Wut raus. Stimmt. Aber einfach nur Nigger ist ja wirklich, das ist ja so zerspült, das Wort. Das heißt, sagt ja jeder. Ich sehe da zwei Probleme. Nicht, Problem ist vielleicht das falsche Wort. Also erstens mal klingt dieses Wort einfach gut irgendwie. Genau wie zum Beispiel Fotze sehr kräftig klingt, klingt das Wort Nigger, Oh, kleiner Zitat. Ausflug. Wir fahren von Paris nach Hause. Kalle, bitte nicht dazwischenpreschen. Kalle macht das Fenster runter und hält neben meine Oma an und fragt, wir sind bereits in Deutschland, fragt nach einer Tankstelle. Und sie ist ganz lieb und berät uns. Und während wir langsam losfahren, fragt Robin, kann man doch Nigger überfahren? Und ich so hinten, nein! Die Oma war so lieb, die hat doch, glaube ich, noch so gefragt, was? Genau das ist nämlich das Nächste, was ich meine. Du hast da perfekt übergeleitet. Es klingt nicht nur gut, es hat auch einfach diesen Sie haben es auch Schockwerter. verdient. Sie haben es halt auch verdient. Es hat diesen Schockwert, weil man ihm diese Macht überhaupt erstmal zuspricht. Die Konnotation von Nigger ist halt einfach schon so. Genau wie Jude zum Beispiel. Jude ist überhaupt kein Schimpfwort. Das ist ein ganz neutrales Wort. Aber dadurch, dass irgendwie Leute es als Schimpfwort verwendet haben, klingt es hart, wenn man zu jemandem sagt, du Jude. Obwohl das an sich ja, wenn man zu jemandem sagen würde, du Christ, was ja im Prinzip das Gleiche ist. So, und dadurch klingt es so, oh, Schwingt hat mit. er jetzt nicht. Aber ich muss aus irgendeinem Grund sagen, wenn jetzt jemand sagt, kann man den Nigger überfahren, finde ich das ein Zehntel so schlimm, wie wenn jetzt jemand sagen würde, kann man da auch Juden an die Wand stellen. Zum Beispiel jetzt, nur als Ja, Analogie so. natürlich, ja. Obwohl es natürlich genauso schlimm ist.
ich weiß nicht, ich finde, glaube, dieses Nigger ist einfach so oft benutzt, dass es einfach irgendwie nicht mehr schlimm ist. Ja, Und weil es ist auch nicht mehr also. schlimm gemeint. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Es ist nicht schlimm gemeint und der wird jetzt einfach nur angeklagt, weil er das einfach so gesagt hat, weil. Aber in Wirklichkeit hat er ja irgendwie gar keinen Hintergedanken gehabt. Ja, er hat auch noch ein Statement dazu rausgehauen, dass er ja viel online zockt und dann kleine Kinder ja oft so reden. Und wenn du das ganz oft hörst und du dann im Affekt handelst und das dann auch sagst oder so. Exakt. Also, ja, aber es ist ein Riesenfass. Ich wollte eigentlich noch irgendwas dazu sagen. Das ist genau der Vergleich mit den Juden. Das mit dem Nigger überfahren. Schön, dass du das jetzt wieder so rausholst. Ich hatte es völlig verdrängt. Das ist in dem Sinne lustig, weil wir in einem Auto sitzen. Und also hätten wir jetzt irgendwie Sturmgewehre in der Hand, wäre das vielleicht nicht mehr so witzig, weil wir würden ja nicht mit dem Sturmgewehr irgendwie Auf dem Schwarze Hinweg nach überfahren. Paris haben wir es übrigens verfahren. Wisst ihr warum? Warum denn? Da war ein Auto mit fünf dunkelhäutigen Menschen drin. Und irgendwie meinte Kalle oder du meintest zum Fahrer, ich weiß nicht mehr, wer es war, wir müssen hinterherfahren. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also, Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir falsch abgebogen sind. das hat halt Auf der eigentlich, Autobahn. das hat halt eigentlich gar nichts damit zu tun, welche Hautfarbe die hatten. Es war einfach nur so ein kleiner Wagen, wo so reingestopft so fünf geile Typen waren, die halt zu uns geguckt haben und sich übelst gefreut haben. Und wir denen gewunken und so und haben halt nicht mehr auf die Straße geachtet, sondern haben auf das Auto geachtet. Und da hast du es dir wieder falsch eingeprägt. Wir hatten das neulich erst. Wir sind nicht falsch abgebogen. Es war nur, dass wir dann auf der ba Autobahn drei Spuren. Stimmt, wir mussten eigentlich rüberziehen, genau. Diese Leute, diese netten Menschen, sind dann halt auch rechts abgebogen. Und dann habe ich so gesagt: Ey, die fahren jetzt raus. Schade so. Und dann meinte Kalle so: Oh, da müssen wir auch raus. Und dann sind wir halt über drei Spuren auf der Autobahn da auch noch reingezogen in letzter Aber Sekunde. ich weiß nicht, erinnerst du dich, was für ein Lied im Auto lief? Es war schon im Kontext der Hautfarbe. Vielleicht war es das. Aber um das, also da können wir eine Riesendiskussion jetzt hier anfangen, um den Leuten das mal nahe zu bringen. Leutental. Wir läuten die Glocken. Aber machen wir das doch einfach mal. Da können wir gleich mal die Spreu vom Weizen trennen. Dieser Podcast ist nur für die wirklich ja, Toleranten, die jetzt zu verwenden ist, vielleicht ein bisschen. Nee, für die Leute, die ihr Gehirn einschalten und nicht sagen, boah, das ist schlecht. Richtig, ja, gut, das ist besser formuliert. Also, mein großer Bruder, seines Zeichens damals, als ich kleiner Wanst war, der größte Punk, den man sich vorstellen kann, mit Nazis raus und dies, das und so. Männer auch. Ich nenne mal jetzt keinen Namen, hatte eine CD von einer rechtsradikalen Band so bei sich liegen. Hat die dann immer im Treff, also im Punkertreff bei uns, die Gerberstraße wahrscheinlich gehört, wo dann alle das einfach ironisch hören und es ist halt auch einfach teilweise so dumm, dass man nur drüber lachen kann. Wir haben da mal, ich glaube, das hatte ich schon mal im Podcast erwähnt, wir hatten da mal eine Bandprobe gemacht und haben das Lied als eine B-Seite der Ärzte ausgegeben. Und es ist halt wirklich so überspitzt, wenn man sich vorstellt, dass Leute das ernst meinen, kriegt man Kopfschmerzen, Das weil arisches Kind von Lanzer. es ist halt einfach super witzig. Dass Leute wirklich so denken, ist natürlich irgendwo traurig, aber mein Gott, sollen sie es halt machen. Ich finde es sehr witzig, die Vorstellung, dass die Leute so denken und es einfach so übertrieben ist, dass es eigentlich ein Artikel von Postillon sein könnte oder so. Genau, exakt. Also, das Und ich ist finde, witzig. es ist ja genau das Gegenteil von dem, was man befürchtet, nämlich dem Nationalsozialismus eine Plattform zu bieten, indem wir es so behandeln, wie wir es behandeln, obwohl wir es natürlich laut abspielen, tun wir das Gegenteil. Wir machen es lächerlich. Richtig. Und alle, die jetzt, weiß ich nicht, unbeschriebene Blätter gehen jetzt hin und sagen, oh, aha, Rechtsrock ist lächerlich. Währenddessen, wenn das jetzt irgendwie auf einer geilen Demo läuft und dann geht ein weiß beschriebenes Blatt hin. Dann sagt das, oh, hier ist Stimmung, scheinbar ist Rechtsrock was Gutes, so, aber deshalb, das ist so ein bisschen der Unterschied, der gemacht werden muss. Es ist nicht per se schlecht, das zu hören. Es ist immer, kommt es ein bisschen auf den Kontext an. Dazu kommt noch, und da muss jetzt eine Lanze brechen für mich. Ich würde zum Beispiel auch, da hatte ich auch mal eine Diskussion mit dem Typen in Köln, da saßt du daneben. Ich würde zum Das weiß ich Beispiel bestimmt auch, nicht mehr. wenn Adolf Hitler gute Musik gemacht hätte, würde ich unabhängig von dem, was er irgendwie historisch oder politisch oder was auch immer gedacht, gemacht und gesagt hat, diese Musik feiern können, einfach weil ich die halt davon unabhängig betrachten kann, so. Mir ist halt auch nicht irgendwie, guck mal, Rise Against zum Beispiel. Das war aber, glaube ich, richtiger Punk, ne? Du hast den Das war, absichtlich ja. ausgesucht, um den Hitler-Diskussion ans Kinn zu nageln. Ich wollte das einfach mal wissen, ob der da so verbohrt ist. Weil es gibt auch ein, zwei Lieder von besagter Band, die ich
musikalisch sehr geil finde. So, eins davon ist ein Cover von Motorhead, ist egal, aber also zumindest ein Instrumentalcover. Das andere ist ein Cover von Buschsteine Scherben oder was? Nee. Nee, so ist es nicht. Aber das Cover ist halt wesentlich geiler als das Original. So, wie dem auch sei, ich finde, für mich, ihr könnt mich da auch gerne dafür verurteilen, dass man das unabhängig voneinander betrachten kann, auch wenn jetzt irgendein, wäre es jetzt gerade ganz schlimm, irgendein Donald Trump, wenn der irgendwie geile Beats ruppen würde oder so, weißt du, könnte ich auch sagen, jo, der macht geile Musik, aber politisch gesehen ist er halt nicht so der geile Typ. Und dann könnte ich trotzdem seine Musik feiern. So, das erstmal noch vorneweg. Man kann natürlich noch extremer reingehen und sagen, wir haben jetzt die Partei AfD und die ist nun mal, wie sie ist. Mhm. Aber wenn die eine Sache sagen, die ich gut finde, sage ich, ey, das ist eine Sache, die finde ich gut. Ja, natürlich. Das ist ja auch wichtig, dass man das so differenziert und nicht einfach... Ja, und das machen erschreckend wenige. Richtig. Also in diesem direkt räumlich Umkreis machen das sehr wenige. Die sagen, das AfD ist schlecht. Hm. Also, Prinzip-Hate ist scheiße. Das ist das Einzige, sage ich auch in mehreren Videos. Prinzip-Hate ist das Einzige, wo ich sage, ist aus Prinzip dumm. Aber sonst, ne, es ist nicht alles schlecht, was schlecht ist. So, also, wir saßen an diesem Auto auf der Fahrt nach Paris. Puh. Und es lief besagte... Muchos aus Flugos. Ja. Wie der Spanier sagen würde. Ja. Es lief es besagtes Musikes, wie der Altengländer sagen würde. Mhm. Rechtsradikale Natur. Und in diesem Moment, also wir haben die Musik gar nicht angemacht, weil da diese Leute im Nachbarauto waren, sondern in diesem Moment kamen die halt zufällig an. Klassisches Nachbarauto. Ja. Ganze Fahrt nebeneinander. Ja, genau. Morgens zusammen in der Mitte noch Barbecue gemacht. Ja. Jetzt hast du mich raus wegmoderiert. Das war gut. Ich hab dich gegenmoderiert. Ja, hast du mal gegengerechnet, wie die Moderation besser wird. Die kamen an und das war dann lustig, dass da rechtsradikale Musik lief und... Haben sie sich sogar gefilmt? Gefilmt weiß ich gar nicht. Dann hätten wir das ja heute noch. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch... Das wäre ja witzig. So. Ich habe in keinster Form was gegen diese Leute, aber dieser Fakt ist einfach super ironisch. Hören, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, hören tue ich diese Musik, seit ich die CD von meinem Bruder gefunden habe. Da war ich irgendwie 10, 11, 12 oder so. Ich knorpse mir nochmal einen rein hier. Und habe halt auch in jungen Jahren schon erkannt, dass das sehr dumm ist. Aber konnte es dadurch auf eine ironische Weise feiern. Und macht das bis heute. Wie ich damals mit dieser Musik konfrontiert wurde. Ich glaube, es war bei der Kölnfahrt 2012. Oho. Herr Rodes, ist es okay, wenn wir ein bisschen Punkrock reinmachen? Ja. Ich so, ja klar, warum nicht? Ich habe wieder Orangensaft verloren. Und es war das Lied Und der Mond zieht seine Bade über rechts des Ku Klux Klan. Und da dachte ich schon, wie meint die das? Ganz komisch. Und als es dann irgendwie darum geht, ich feiere, dass die Nicker verdorsten, dachte ich so, irgendwas ist da falsch. Das ist nicht die Punkmusik, die ich kenne. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal nachgehakt habe oder ich einfach nur dachte, du bist dumm. Also nein, die Geschichte geht halt auch noch weiter. Das ist meine grundlegende Eröffnungsrede, wenn ich diese Musik irgendjemandem mal zeige. Hast du den Apfelsaft hier mal am Tisch weg? Was nicht, das ist Orangensaft. Ja, was nicht Entschuldigung, so oft passiert. Aber wenn ich es einem dann mal nahelege, dann sage ich, das ist Punkrock und ganz einfach, weil auf der Wikipedia-Seite steht, dass es Punkrock ist. Wikipedia hat recht. Und das alleine finde ich wieder so witzig und ironisch, dass... vornherein nicht so ein Urteil, ne? So wegen, jetzt kommt was Blödes. Ja. So. Und klar, also vom Genre ist halt die Musik auch einfach Punkrock zuzuordnen, aber... Punkrock steht halt genau für das Entgegengesetzte. Ihr versteht schon die Ironie dahinter. Ironie? Ja, genau. Wie die Punks. Punk, ja, okay. So viel dazu. Also, PewDiePie, ist der Rassist oder nicht? Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher nicht. Wenn, dann würde er es auch nicht nach außen tragen, weil er wüsste, dass er einen Einbruch hätte in seinen Zahlen. Ja. Also, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er damit auf jeden Fall kein Statement abgeben wollen, was für ihr total dumm wäre, aber gut. Er hat es ja nicht mal zu einem Schwarzen oder so gesagt, sondern einfach zu irgendeiner Pixelfigur. Mhm. So. Nun ja,
Dies war der Exkurs dahin. Das andere, wo man Bestellung beziehen wollte, war, Hä? dass du gesagt Warum ist denn da hast, Kuchen in den Nüssen? bist du dumm? Kuchen in den Nüssen. Ja, das ist Teig. Das ist keine Nuss, das ist Na, ist das nicht hier so Studentenfutter, wo allerlei drin ist? nee, da sind Nüsse drin. Allerlei Gabe? Dieses Thema. Warte kurz. Apurett ist im Knast. Warum? Oder in Untersuchungshaft. Warum? Das ist wahrscheinlich schon ein altes Thema, wenn der Podcast hier online geht. Genauso im Knast wie Lea Machère oder richtig im Knast? Nee, richtig, in den Knast. Hm. Du wohnst in den Knast. Es ist wahr. Was? Wie ging der Rap? Ja, er kaut erstmal noch. Das ist irgendwie nicht so vorteilhaft im Es ist nicht Podcast. so leicht, weißt du ganz genau, gibst du drauf einen Scheiß. Jeder ist da ein Licht zu wissen, jeder Wichser hat ein schlechtes Gewissen. Wenn du denkst, was du hast, guck dich an, kleiner Spaß, du wohnst in den Knast. Ah, okay. Kann man jetzt zur Apret rappen? Es ging tatsächlich um den Bombenprank. Wow! Also vor einem Jahr oder so hat er mal einen Bombenprank gemacht. Und ja, warte, das war genau ein Plot, das war eine Tag. echte Bombe. Ja, genau. Und deswegen jetzt muss er 10 Tage absitzen und dann ist es wieder gut. Okay, Deal, hat er Danke gesagt. dir. Ist. Nee, das Nee, war ist mal tatsächlich. anders. Oh. Sie kriegen 3 Jahre, dann er so, nee, ich krieg nur 3 Tage und dann die so, okay, Deal. Nein, 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 pass auf, es war ganz anders. Aber das findest du nicht ganz so witzig, weil du warst ja gerade am Elbstrand oder was auch immer. Was ist in Köln? Er hat gesagt zur Polizei. Nee, die Polizei hat gesagt, ey, du kriegst 3 Jahre. Und er dann, ey, ich bin der Künstler Alpha. Und dann haben sie gesagt, okay. Ah, die haben die dann nachher noch festgenommen, Ja. weil der schwarz war. Ja, Künstler Alpha, ihr habt hoffentlich die letzte Ausgabe gehört, dann wisst ihr auch, wer Künstler Alpha ist. Nein, es war tatsächlich hochgeladen einen Tag nach den Attentaten in Nizza oder dem Attentat. Welches war das? Das war das eine von vielen, wo da Menschen ums Leben gekommen sind und dann alle ihre Flaggen in Facebook gehisst Oh haben. Himmelgott. Weißt du Also noch war das das jetzt eine eine Bombe da? oder was mit einem LKW oder was mit dem Auto? Ich komme da immer voll durcheinander. Es war, also es war auf jeden Fall einer, wo danach dann hieß, sind jetzt vielleicht Muslime alle irgendwie Terroristen. Eins von denen war das. Ach, Kannst eins, dich wo dann erinnern? die AfD-Wahl zu Stimmzuwachs hatte. Genau die, da Ah, eins okay. davon, ja. Okay. Weißt du jetzt welches? Na, das war da, wo dann so Leute gesagt haben, ey, das ist ja nicht gut, wenn hier Leute verletzt werden. Weißt du noch? Ja, wie lange ist es? Also, das war schon was mit der Bombe, sagst du? Nee, es war mit einem Gefährt Mit dem tatsächlich. Auto. Aber das Pionierauto war schon der Truck in Berlin oder gab es davor schon ein Auto-Attentat? Oh, das weiß ich jetzt zeitlich gar nicht einzuordnen, muss ich sagen. Ich glaube, Berlin hatte schon Autos, bevor es cool war. Vorher gab es diese Nee, ollen warte Bomben, mal. die dann Nee, keiner mehr aber. sehen konnte. Nee, warte mal. Berlin war um die Weihnachtszeit. Und Nizza war davor, glaube ich. Nizza war das erste Auto. Okay. Ich weiß nicht, ob das erste Auto. Das war vielleicht ein Aber gut, dann macht VW, es mit aber. dem Bombenprank erschreckend wenig Sinn, das irgendwie in Kontext zu setzen. Richtig, richtig, aber es ist ja trotzdem, weißt du, Tragödie da, einen Tag später, Bombenprank. Vielleicht hat er erst auf automatisch hochladen. Und dann hat dann oh, Shit gedacht. Oder vielleicht hat er es wirklich bewusst Was ist denn der ausgenutzt. Ich, Tatbestand? der Tatbestand ist gar nichts, außer dass, Sie ihn untersuchen wollen. ja, Handschuhe an und los. Nein, also es wurde ja sehr oft gemeldet, dieses Video. Ich weiß gar nicht, wegen was man das da meldet. Auf jeden Fall hat die Polizei tatsächlich ihn angezeigt wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und irgendwas anderes noch. Weiß ich nicht genau. So. Aber es ist ja davon auszugehen, dass das Video vor dem Anschlag gedreht wurde. Ja, also das hat auch damit nichts zu tun. Die Polizei hat nicht aufgrund von dem Anschlag irgendwie. Gut. Ah, okay. Das ist nur, da deswegen war der Shitstorm damals so groß. Dann Okay. sollte er jetzt, Und die und Polizei das. beruft sich einfach auf den Bombenprank an sich. Ja, dann sollte er jetzt zum Gerichtstermin und ist da nicht hingegangen. Ja, selbst Deswegen schuld, selbst schuld. ist er jetzt in Untersuchungshaft. Aber ist ja ganz klar. Ja. Aber das weiß man doch. Naja, aber jetzt reden alle drüber. Womit rechnet der? Ja, Naja. da gehe ich nicht hin. Dann fragen die bestimmt nicht nochmal. Okay, Deal. Gerichtsvollzieher kriegt so einen Anruf. Hey, ich komme nicht. Okay, Deal. Ich habe mit Alpha geredet. Ja. So war das. Also, Und wie lange wird er jetzt untersucht? naja, bis sie was finden. Ich weiß es nicht.
So kleine, so Prostatatumor oder so ein Zeug. Okay. Ja, die gucken dann, ob er gesund ist. Ansonsten gehe ich jetzt mal kurz aus dem Raum. Ich bin gleich wieder da in einer Minute. Nee, bin ich nicht, ist eine Lüge, es kommt jemand anderes rein. Sprich mal hier, erzähl mal von deinem Alltag. Ey, ich bin gespannt, wer gleich reinkommt vom Alltag. Ich habe heute überhaupt nichts gemacht. Robin, du kotzt mich an. Du kotzt mich an. Jetzt zieht er sich um. Jetzt wird's bestimmt ganz lustig. Hey, komm, seid doch mit mir gespannt, was gleich passiert. Also, ne? Ich hab's noch nicht verstanden. Wie Immer noch nicht. Na, was geht denn? Ich bin Kevin Banksy. Ich kenne Kevin Banksy nicht. Hä? DJ Mo? Du wirst mich nicht kennen, bist du bescheuert oder was? Ich kenne auch die Jimbo nicht. DJ Mo? DJ Multiple Orgasmin, Alter. Okay. Hä? Ich bin vom Künstlerkollektiv gebildet, Da aber bist du sexy. sexy. Okay, ja, stimmt, da sind wir dran. Na, so. Und Das läuft. ich habe hier mit meinem Kollegen, ne, bin ich hier gerade am provozieren. Ich will es Aber auch so machen. Mach einfach Cookvideo. ein Guck-Video, No. wo wir uns angucken, was andere gucken und kommentieren oder was Nee, man. wo wir in die Kamera reingucken. Guck-Video, so eins. No. Und dann machen wir heute nur. Aber was ist denn das jetzt hier? Das ist ein Rede-Podcast. Nee, ich dachte, ich komme mal vorbei, weil ich hier irgendwie, ich will mal, dass da hier Druck ist. Da, wir müssen mal hier provozieren. Naja. Klare Kante zeigen. Kantentrennung. Gut. Dann haben wir das Thema jetzt auch abgearbeitet. Nee, wir müssen doch hier echt mal hier. Lass doch mal Wisst hier ihr, worüber ich endlich. übelst abrante? Ja. Wenn, wenn, wenn Leute, wenn Leute Rente versuchen, mein wenn Leute Leben. versuchen, einen ostdeutschen Dialekt nachzumachen und es nicht können, das Schlimmste, wenn es gebürtige Ostdeutsche sind. Aber das ist doch der Witz. Dachtsch. Verschüttete Träume! Verlorene Liebe. Bild aus alten Tagen, also egal. Ja, und was ist jetzt dein Begehr? Na, ich wollte ja nur mal das nochmal zur Debatte bringen, dass wir hier das machen, weil. Das ist wichtig, dass wir unseren Hit machen. Wir haben angekündigt wurde der Hit für 3.8. oder so. Und wann kommt das Mirror's Edge Video? Kommt. Aber da Wann musst kommt du den das? anderen fragen, das weiß ich doch nicht. Wann kommt Ich das mache nur 3 Musik. Tage nicht essen, nicht schlafen Video? Alles Weiß ich nicht. Kenn angekündigt. ich nicht. Wann kommt was dich nicht umbringen macht Shoutouts? Nee, es kam schon. Ha. Okay, Ja. hast gewonnen. So. Also, müssen wir ja noch. Was ist denn hier los in eurem Podcast? Also es war so, Wie läuft denn das hier ab? rufst du mich im Winter an, hey, wir müssen diese Woche das Video fertig kriegen. Wer ich? 2 Jahre später kommt das Video dann endlich. Und wie groß das eingeschlagen ist, du. Das war Nicht. Richard Prüchel. Wie läuft das hier ab in eurem Podcast? Habt ihr eine gute Ey du, Einschaltquote? Digga, ich kann so Rollenspiele überhaupt nicht ab, wenn die so scheiße sind. Am besten noch so eine Handpuppe hole ich jetzt reinkomme. Hallo, ich bin immer ganz neugierig. Wie ist denn das bei euch? Ja, ey, Band. Also, haben wir gute Einschaltquoten. Ganz so, dass hier so Fäden zieht. Also, versabber oder was? Nee, Wie? nachdem du diesen gemacht hast. So. Das bringt jetzt nichts mit Audio, aber ist egal. So, können wir jetzt weitermachen, ordentlich. Na, machen wir doch. Okay. Also, Naja, Kevin, bei jetzt. uns läuft das immer so. Kevin Banksy, DJ Mo. Mo steht für Multiple Orgasmen. Wir reden hier mit. Das machen wir nicht. Ist das so kompliziert für dich? Das ist ganz dumm für Wenn mich. jetzt. Wenn jetzt deine Flamme sagen würde, ey, ne, für mich läuft das nur mit Rollenspiel. Ich kann anders nicht. Würde ich mich richtig schwer tun, muss ich ehrlich sagen. Was wäre so das Schlimmste, was du dir da vorstellen kannst, wenn es so heißt, ey, hier? Ich weiß nicht. Ich könnte das nicht ernst, ich könnte das nur ironisch machen. Oh, Doktor, uhu. Dann mach mal. Ah. Na, aber dann sagt sie, nee, so kann ich nicht. Du musst das schon ernst nehmen. Dann würde ich sie nicht in den Stack derer tun, die meine Flamme sein könnten. Nee, pass mal auf. Du hast dich vorher richtig hart in die verguckt. Du,
Und du willst ja auch jedem Gefallen Unwahrscheinlich. tun, Also, so. Alter, ich bin kein Hurensohn. Naja, aber komm. So, jetzt mal so tun. So Doktorspielchen. Herr Doktor, untersuchen Sie doch mal. Ich habe da unten so ein Jucken. Können Sie noch mal nachgucken? Also, dass die ganze Zeit so piepsen beim Einatmen, kannst du das ausmachen? Nein, Herr das ist. Doktor, können Sie noch mal gucken? Das ist mein defekter wie heißt das? Herodes. Nee, Mechanismus wollte ich sagen, aber ich meinte mein Lebewesen an sich so. Wie heißt denn das, Alter? Organismus. Organismus. Schwer. So, jetzt ist der rote Faden ist komplett kaputt jetzt. Jetzt wisst ihr auch, warum der Typ hier Qual mit H schreibt. Kannst du mal kurz abranten über Leute, die Qual mit H schreiben? Ja, die Hasig. Fertig. Rant um euer Leben war heute Wir echt müssen sehr heute noch kurz. das Visuvarum machen. Aber ich finde Okay. Rollenspiele Wie, gut. wie, 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 So. wie, 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 So. so warum? Ja? Du findest Rollenspiele gut. Ja, weil da kann man sich In andere Leute auch hineinversetzen. es ist auch immer so realistisch. Also es ist auch so frei sein. Frei Einfach. sein, ja. Man denkt so, ey, ich wollte schon immer mal volle Kanne Thermometer in den Arsch gerammt kriegen. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Und um die Stimmung auch passend zu machen, ja, dann tu ich mal, spiele ich mal, ich wäre ein Patient. Ja. Und sie ist ein Arzt. Und dann rede ich die auch an wie ein Arzt, obwohl das ja wiederum völlig überflüssig ist zum Zweck der Sache. Ja, so Das mache ich ist, das dann. ja, lass das mal durchspielen, wenn du das so gern machst. Hey, na, jetzt kommt gerade Maggie nach Hause. Ja, kommen wir jetzt mal richtig. Jetzt machen wir Mach mal mal, hier mach mal. Und dann, wenn der Marke reinkommt, sagen wir, es ist nicht das, wonach es aussieht. Komm, wir machen jetzt mal okay. das Sexspielchen. Ja, okay. Na, du? Ach nee, na, wo ist denn bei Ihnen das Problem? Na, dann machen Sie doch mal Es ist nicht Bili. das, wonach es aussieht. Nun, zu schade, dass ein Podcast ein Audioformat ist. Sonst hättet ihr jetzt einen nackten Arsch sehen können und ein seltsames Gesicht auf dem Halse meiner Mitbewohnerin Margarete. Nichts? Alles gut? Würdest du kurz mit uns einsteigen und Arztspielchen machen? Was Äh, für's? äh, Schwester, ähm, Schwester, wer von uns beiden kommt zuerst Sch Sch dran? Schwester, ich habe hier so ein Jucken zwischen den Beinen. Okay, und was soll ich da jetzt machen? Eine Spritze geben? Zum Beispiel, das ist in Ihrem Ermessen. Was macht man denn da am besten? Ein Jucken zwischen den Beinen. Ja, das geht nicht weg. Ja, dem sollten wir erstmal nachgehen. Ja, Dann wie müssen Sie denn? vielleicht erstmal Ihre Beine spreizen. Okay, das mache ich. Ja? Und Und sich gehen jetzt? lassen. Ja, und jetzt wirklich entspannen, ja? Keine Angst haben. Ich bin total entspannt. Okay, ich bin auch ganz vorsichtig. Was machen Sie jetzt? Ja, ich muss mir das jetzt erstmal genau angucken. Okay. So, jetzt hat Robin das gut Hatte gemacht. ich das angemacht jetzt? Nee, und jetzt machen wir das mal the Profi-Way. Okay. Jo! Also, Frau Doktor, ich habe auch ein Jucken zwischen Beinen. Was macht man da? Auch. Ja, haben Sie sich schon mal angeguckt? Und rum, ja? Ja, Haben habe Sie ich es sich alles gemacht. betrachtet? Ja, habe ich gemacht. Und haben Sie nicht bemerkt, Nee, habe ich irgendwie, nichts bemerkt. dass da was besonders aussieht oder Nö, anders oder alles normal. ungewohnt? Nö, ganz Nein? normal. Sind Sie vielleicht einfach nur geil? Ja, toll. Jetzt hat Maggie das Rollenspiel kaputt gemacht. Oh Mann, oh Mann. Erwischt. Ich weiß nicht, was hat man denn sonst? Hämorrhoiden? Aber du bist ja jetzt schon richtig drin aufgegangen, du. Ja, total. Jetzt sag mal nicht hier grundsätzlich, sag mal nicht grundsätzlich, dass das schlecht ist. Kennen Sie die Dinge, die man sich an den Hals so ranhält, die dann für einen sprechen? Ja, wenn man zum Beispiel ganz viel geraucht hat und dann, ja, sei drückt. Ja. Also Jetzt Lachen kommt halt. direkt auf uns zu. Das mache ich dann immer, wenn ich so viel gebrüllt habe und meine Stimme kaputt ist. Gut, haben wir eigentlich noch Themen? Nö. Haben wir jemals Themen gehabt? Wir müssen hier übrigens 2 Minuten abziehen. Das heißt, wir haben noch 16 Minuten Zeit, die wir jetzt füllen. Warum müssen wir Zeit abziehen? Weil das nicht genau bei Null losging für dieses Ganze. Also. Wir können natürlich nochmal zurückspulen, das machen wir selten. Möchte jemand einen Tee? Ja. Du kannst doch nicht. Hast du das jetzt ausgemacht? Nein. Du kannst doch nicht jetzt hier in den Podcast einfach reinkommen. Ich bin zufrieden und fühle mich schlecht. Nee, das ist was anderes. Ist es so ein Gedanken, den du hast? Ja. Ein grundlegender, tiefer Gedanke, der mich beschäftigt. Vodafone und Post ist noch auch.
Kräuter oder Früchte? Kräuter oder Früchte, das ist auch so eine Grundsatzfrage. Ja, also ich würde, der Vorteil von Früchten... Oh. Oh mein Gott. Also das Ding ist, Kräuter habe ich auf dem Balkon. Früchte... Habe ich im Garten. Habe ich im Tiefkühlfach, in meinem Fall. Also... Ja, Maga. Tja. Nee, wir können ja eventuell mal über ein... Früchte, bitte. Nein, ich möchte nichts. Ich möchte nichts. Ich möchte nichts. Du bist nicht zufrieden, aber glücklich. Nee, zufrieden, aber nicht glücklich. Ja. Pass auf. Vielleicht reden wir in den letzten 15 Minuten über eine Sache. Baywatch. Mhm. Wir sind ja hier kurz davor, quasi den neuen Baywatch zu schauen. Mhm. Das hat ja einen bestimmten Grund. Mhm. Weil da nämlich The Rock mitspielt und der ist sehr hübsch. Wohingegen David Hasselhoff dann nicht mitspielt. Nee, leider nicht. Eigentlich paradox, weil der hat Deutschland vereint und bald ist doch Wiedervereinigungstag. Das stimmt. Das regt mich bei der ganzen Sache so ein bisschen auf. Warum gucken wir denn eigentlich Baywatch? Weil wenn ihr schon so lange durchhaltet im Podcast, ja, euch das regelmäßig reinzieht, obwohl die Aufrufzahlen natürlich, ne? Also nur wir jeder haben eine Anfrage von Universal. Das ist ein Vertrag, da geht's, im Vertrag geht es um vierstelliges Geld. Hm. Oh ja, stimmt. Das hat sich jetzt so viel angehört, aber ist es ja gar nicht. Ja, ich habe extra viel gesagt. Vierstellig denkt man natürlich so wow. 1000 bis 9099, ne? Mhm. Aber wir sind da irgendwo angesiedelt. Mhm. Ja. Ganz weit irgendwo. Ganz weit gleich verteilt. Mhm. Und das ist ein Deal. Okay, wir haben Deal gesagt, okay, Deal. Also unsere Aufgabe ist für den DVD-Release für eine PR-Firma ein Video zu drehen. Die hervorragenden Nosferatu schaffen es mit ihrem guten Humor und breit gefächerten Ideenspektrum immer wieder durch lustige Videos zu überzeugen. Stand in der Mail drin, so ungefähr, an uns. Und das haben wir nicht verstanden. So ungefähr stand es geschrieben. Ich glaube, es war noch so, vor Ort werden sie dann wahnsinnige und irrewitzige Aktionen vollführen. Ich frage mich, warum die das uns schreiben. Ja. Weil wir können es ja dann etwa doch denken, weil wir das vielleicht auch schon mal selbst gemacht haben. Aber man weiß es nicht. Eventuell. Also die Mail war halt ein bisschen komisch formuliert, aber im Grunde habe ich bis jetzt da noch nichts Negatives dran gemerkt. Und dann, also so, ich so, Robin, lass mal Gage nehmen. Und er so, nye, nye, nye. So, ja, komm. Sind wir mal mutig und sagen 300. Und er so, nye, nye. Und ich, so, und ich dachte schon, 300 ist schon ganz schön, ist schon boffen. Mhm. David angerufen, zweite Meinung angeholt. Ja, unter 4000 würde ich da gar nicht anfangen. Ich so, oh fuck. Ja, also wir haben... bescheiden gewesen. In dem Fall haben wir David keine Ehre gemacht, so, weil wir sind da weit runter. Aber, ja, mal schauen, das Video ist ja noch nicht fertig. Vielleicht verkacken wir es ja auch und es gibt überhaupt kein Geld. Möglicherweise haben wir auch noch nicht angefangen. Ja. Aber ein Kostüm haben wir schon, das kam heute an. Wir haben ein Kostüm. Wir haben lustige Bretter aus Orange. Ja, rot so. Rot. Aus Rot, würde ich schon sagen. Ist ganz witzig, wird dann wahrscheinlich zum 12.10. online sein, weil da der DVD-Release ist. Muss, sonst gibt's Schelte. Und ja, ist tatsächlich wohl die erste wirkliche Produktplatzierung, die wir machen. Und ich muss dazu sagen, ich habe da auch kurz überlegt so, aber dachte, das bietet sich halt schon an. Also auch in der Startmail, in der allerersten, standen halt schon Ideen drin, die irgendwie auch Hand und Fuß hatten und ganz witzig waren so. Es gab schon mal was, wo dann einer meinte, ja, hier, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und das ist dann total Panne gewesen. Und ich habe auch früher die Serie Baywatch aktiv mitbekommen durch meine älteren Geschwister und so. Und finde die Idee jetzt nicht irgendwie abwegig. Also es passt auf jeden Fall zu uns als Kanal. Und ja, wir sind jung und brauchen das Geld. Die Leute spenden nicht genug bei Patreon. Ich ernähre mich von Toastbrot und Ketchup. Deswegen habe ich Husten und meine Lunge faucht. Und ja, ne? Das sind die Kötteln. Es geht bergab, also. So sind wir jetzt hier quasi mit dem Rücken an die Wand. Hast du mal überlegt, dich folgendermaßen zu ernähren? Vegan. Ja, da ist ja gar nichts mehr. Doch. Aber ich habe jetzt nächste Woche versuche ich mal auf sehr viel Zucker zu verzichten. Oh nee. Fällt mir schwer, weil in Ketchup ist Zucker drin. Tomatenmark. Halt, ja, esse ich dann Tomatenmark. Du, ich helfe dir. Ich esse dann Tomatenmark. Okay, hiermit kündige ich an, meine erste Ernährungsreihe
Essen ohne Zucker. Wollen wir nicht vorher nochmal Thüringer Dörflichkeiten angehen, bevor du das nächste ankündigst, was dann vielleicht nicht kommt? Na, ich weiß nicht, an mir liegt's nicht. Na dann los. Gut, wir drehen jetzt Thüringer Dörflichkeiten. Da müssen wir dann an dieser Stelle leider. Ist ja auch noch, ne? Eine in der Kunst. Mhm. Da gehe ich auch mal hin, habe ich gehört. Also du darfst halt nicht zu viel reden, Margarete, weil du bist zu weit vom Mikrofon weg. Das ist dann ganz unangenehm. Wir können das natürlich hiermit zusammen gegenschneiden. Ja, dann musst du dir das jetzt in die Hand nehmen. Mal aber nochmal neu nehmen. Dann musst du dir jetzt dieses Mikrofon in die Hand nehmen. Die Leute freuen sich ja auch mal über so ein Special Feature, wenn hier so ein Gast ist. Abbrechen. Der kompetent ist. Also, ja, dies. Auf jeden Fall, nee, wirklich ein ernsthaftes Danke an alle, die bei Patreon spenden. Ohne die, ne, sähe es ganz finster aus. Ein bisschen finsterer. Und in die Spalten geguckt, die Nostrafakt hergibt, muss ich sagen, dass ich das unangebracht finde, Sprachnachrichten in einem Podcast abzuspielen. Das ist mir wieder so ein Inception-Szenario. Und ich glaube... Hast du jetzt nochmal angemacht? Was? Nö. Das Sprachrohr für Margarete? Oh Gott. Toll. Jetzt sind es schon nur noch 9 Minuten, die sie uns hier entertainen. Ja, leid, Schnucker, Schnonschnass. Ja, wie fandet ihr das Video? Schnie, schnappi. So. Und Margarete ist jetzt reingeschaltet. Ja, guck. Nee, nicht ganz so nah. So reicht. So? Nicht reinhusten. Verzeihung. So. Ist in Ordnung? Verzeihung. Naja, du hast pro Verzeihung. Das war der Amadeus. Du hast eine leisere Stimme, deswegen kannst du noch ein bisschen näher rannehmen. So, und jetzt steckst du es in den Mund. Wie ein Fieberthermometer. Was so. Schnelles. Habt ihr was Schnelles? Ja, was geht ab? Mhm. Erst Kuchen. Toll. Ja, wir sind geile Mods, das muss ich schon mal sagen. Ja. Wir stellen sie jetzt auch stumm. Mhm. So. Fast mit doppeltem Boden. Moderatorin und Moderatoren. Was? Eine Moderatorin von einer Show und von einem Server, wo man sie zum Beispiel auf stumm schaltet. Stimmt. So. Ja, fast mit 8 Böden. Ja, so war das nämlich, dass der werte TV-Koch unsere Gags geklaut hat. Der hatte noch einen draufgesetzt, weil fast mit 3 Böden ist nicht witzig genug. Es muss 8 Böden haben. Mhm. Das ist, da ist der Humor gleich nochmal deutlich witziger. Ich finde 3 eigentlich witziger, weil es eine ungerade Zahl ist. Und 8 könnte man denken, ja, 4 oben, 4 unten. Also im Allgemeinen machen mehr als 2 Böden überhaupt gar keinen Sinn. Ist richtig, aber ja trotzdem. Also genau genommen macht mehr als 1 Boden auch nicht wirklich viel Sinn. Ja, aber das ist doch so ein geflügeltes Wort. Ich hab fast mit doppeltem Boden. Ja, ist geflügelt. Geflügel, Hähnchen, Grill. Grille. Fass mit Pi-Böden. Pi? Ja. Pi hoch. Q, halbe Formel. Und Mathe dann, ist eine Weile her. Und dann? Schnell weg. Zum Ende sei noch gesagt, dass Robin mich immer hatet, wenn ich bei ihm zu Hause Mathe-Videos gucke. Das disse ich richtig hart weg. Mach ich nicht. Wollten wir uns noch im Pussy unterhalten eigentlich? Nein, das war nur so ein Spaß. Freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Echt jetzt? Mhm. Es geht ja nicht um Pussy unterhalten, weil, ne? Es ging darum, dass du das als Pussy bezeichnet hast. Es ging nur, Heiko the Psycho, ich kommentiere ja auf WitMe, folgt mir auf WitMe. unsere Videos, dann habt ihr gesagt, hier, Heiko the Psycho, das transportiert ja so ein schlechtes Bild von dem Wort Psycho. Ja, diese Person ist ein Psycho. Wurde ich mal belehrt von einer Freundin vor vielen, vielen Jahren und das habe ich bis heute nicht ganz abgehakt, sag ich mal. Hört ihr, wie ich gerade sterbe, weil das Geld auf Patreon weniger wird? Hört ihr es? Wollt ihr, dass der kleine Robin stirbt? Wollt ihr, dass er stirbt? Oder wollt ihr einfach mal auf 1 Euro verzichten oder 2? Spendet für Robin. Ihr habt das Geld. Gebt's einfach mal nicht für Essen aus. Richtig. Ich mach's da auch nicht. Es, da es wollte läuft die UNICEF-Alte so. Echt argumentieren mit... Ja, du hast hier 4 Stück Butter gekauft, ne? Hättest du die nicht gekauft, kannst du für UNICEF spenden. Richtig. Sag ich natürlich, dann hätte ich natürlich auch die 4 Butter nicht. Was für eine dumme Scheiße. Du hast sie ja vor allem gekauft, weil die irgendwie 50% billiger war als sonst oder noch mehr. Nee, eigentlich nicht. Was ist denn das? Du bist auf stumm. Warum? Du bist gemutet. Du warst doch nicht mal dabei. Naja, doch, aber ich weiß, wie teuer die Butter war. Als im Angebot war. Die war billiger als die normale Standardbutter. Also genau, aber nicht 50%. Quasi war die. Ich habe nicht Prozent, ich habe Cent gesagt. Ach so. Das können wir gerne nochmal nachhören. Ich glaube, wir spulen mal zurück. Ja, muss ja nicht immer passieren. Jetzt aber probieren. Nein, machen wir nicht. Ja, doch, wir machen das. Nein, wir machen das nicht. Nimm das Handy weg von deinem Finger. Ja. Okay, wir spulen jetzt zurück. Wir spulen jetzt zurück. Bist du dumm?
Stimmt, so, du hast wirklich gesagt. Ja, du hast wirklich gesagt. Ja, ne? Recht. Du hast wirklich gesagt. Was genau jetzt? Ne? Prozent und nicht Cent. Ja, haben wir jetzt nämlich nochmal gehört. Da gambelst du aber jetzt hoch. Wir haben nämlich nicht wirklich zurückgespult. Jetzt gambelst du echt hoch. Ja, wir haben doch zurückgespult. Nein, haben wir nicht. Nee, haben das wir klingt doch. Was, wenn ja, haben wir nicht. Guter Podcast. Ja, gewohnte Qualität, ne? Entscheidet in den Kommentaren, wer recht hat hier. Ja. Haben wir zurückgespult oder was nicht? Haben wir nicht. Haben wir doch. Ja, weil ich Cent gesagt habe. Prozent hast du gesagt. Pro Cent. Es reicht. 1 Euro pro Cent. So, jetzt hat er mich geklatscht. Ich muss sagen, aua. Mein aua. Also, jetzt hat er kurz Angst gehabt, dass ich einen Schlager habe. Ich hab's gehofft eigentlich. Hört, das Patreon-Geld. Es wird weniger. Eigentlich wollte ich nochmal ernsthaft über dieses Product Placement sprechen, weil es ist schon eine große Sache, das haben wir vorher nie gemacht und ne? Authentizität hat man ja im Leon Mascher Video zum 1. April gesehen bei uns, es wird groß geschrieben und ich glaube heutzutage ist es gar nicht mehr so ein Thema, weil es alle machen, aber für uns ist es halt trotzdem was Besonderes. Das ist ja kein Grund. Was? Na jetzt, dass wir jetzt auch scheiße werden, weil es alle sind. Ist richtig. Ich meine nur, also grundsätzlich ist da jetzt, was ist denn hier? Jetzt ist ja Polen offen. Jetzt kommen hier die Mitbewohner rein. Hallo. Haben die nur alle kein Zuhause? Also grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes, das zu tun. Und ich stehe hier rum. Oh. Was ich auf jeden Fall in Zukunft versuchen werde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das Mirror's Edge Video irgendwie angehe aktiv, davor eine Werbung zu schalten. Nein, davor die Leute von Mirror's Edge, also sprich EA oder die Entwickler DICE oder was das war, ich weiß es gerade nicht, anzufragen, hey, würdet ihr das gut finden, wenn ich da ein Video drüber mache? Weil ich es ja eh schon mache. Mhm. Weil da kann man wirklich nicht sagen, dass die Authentizität darunter leidet, weil ich hätte es ja sowieso gemacht. Gut. Aber wie gesagt, auch Baywatch finde ich jetzt nicht, das heißt, unpassend. Wer legt denn in Zukunft fest, was für Videos sie machen? Niemand. Das ist immer spontan. Okay. Boah. Boah, Konstriktor. Da ist gerade eine Obstfliege sehr nah an mein Auge vorbeigeflogen. Ich dachte, das ist ein übelst fettes Vieh. Hast du so Vietnam-Flashbacks gekriegt? Richtig. Wo du mal Sachen ins Auge gekriegt hast. Richtig. Naja, aber... Sperma aus der Pipette von Lord Abaddon, um den auch mal zu erwähnen. Stimmt, hab man doch gar nicht. Lord Abaddon, der macht's mit kleinen Kindern und der hat Läuse im Bart. Das kannst du nicht machen jetzt. Nee, aber Props an dich, Max. Du hast kommentiert unter unserem Gamescom-Video und fandest es lustig, dass wir ganz kurz, haben vielleicht nicht alle gesehen, wir machen diese Lord Abaddon-Pose irgendwo in der Mitte des Videos, am Ende vom Video-Day-Part. Und da steht dann ganz kurz, please send nudes. Und das hat er kommentiert, hat es gesehen, hat sich gefreut. Ich hoffe, er hat sich gefreut, weil dann würde er das wirklich alles mit Humor nehmen, wie wir. Ja. Es könnte auch sein, dass er sagt, boah, die ärgern mich, ich tue einfach so, als würde ich es lustig finden, dann hören die bestimmt Auef. Auef. Ja, also, wenn du diesen Podcast hier hörst, kommentier mal, würde ich mich sehr freuen. Da kommen wir mal ins Gespräch und vielleicht können wir mal so ein Netzwerk gründen. In England zum Beispiel war das doch auch, da war so ein ganz großes unter Politikern, wo dann so kinderpornografische Inhalte rumgeschickt wurden und so. War ich nicht dabei, ne? War es nicht dabei, aber vielleicht können wir hier sowas etablieren in so YouTuber-Kreisen. Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. War jetzt mehr so ein Spaß. Ach so. Ah. Und damit sagen wir, dass wir noch ein Minütchen aufnehmen müssen. Mist. Weil ich gerade die Abbot machen. Das wäre so ein richtig guter letzter. Wir gucken jetzt Baywatch auf der DVD, die uns zugesendet worden. Ja, weil wir haben nämlich überhaupt keine Ahnung, was Baywatch ist. War nur Spaß. Wir haben nur die Höhen gekriegt. Wir gucken es aufs Kinox-Tor. Hey, das kannst du nicht sagen, solche Lügen. Ich habe übrigens Cent gesagt, nicht Prozent. Er hat Cent gesagt, aber vorher hat er Protz gesagt. Okay, pass auf. Wenn ich nicht Cent, sondern Prozent gesagt habe, dann... Schneidest du dir den Schwanz ab. Schneide ich mir den Schwanz ab und wir beantworten im nächsten Podcast, ob du Autofellatio machen würdest. Und Feedback kommt auch bald. Ja. Wir können es auch nochmal drunter posten. Also Feedback würde ich schon demnächst mal machen, oder? Feedback ist gut. Also der Plan ist, wir machen ein Feedback, sagen euch schon mal Bescheid im Voraus. Dann kommt ein Video, bitte stellt uns eure Fragen. Dann drehen wir das Feedback mit allen Leuten von Nosterafu. Alle. Und dann dauert es wieder ein Jahr, bis das hochgeladen wird. Richtig. Und dann wird die Musik im Hintergrund lauter und man versteht uns irgendwann nicht mehr. Fuck. Ah, aber es war sehr schön mit euch. Laut. Es war sehr schön. Guckt euch das Video bitte noch einmal an. Es war sehr schön mit euch. Das ist wie bei Inception, wenn man das zweite tut, wird es besser. Liken, alles liken. Like die Scheiße auf dem Video. Abo und 5 Sterne. Yo.
Ja, und nicht vergessen, eine Videoantwort zu posten. Und bei iTunes runterladen. Tschüss. Bis dann, mal mit Laden.